Das ist das große Werbeversprechen. Der Trenta klingt nicht nur nach Dolce Vita und Bella Italia, er ist auch ein Statement für 30 Jahre Erfahrung im Bau von intelligenten, kompakten Reisemobilen. Was ist der Trenta 45 von der Grundlage? Und das werde ich, wir sind uns für nichts zu schade, heute baue ich sogar mit euch das Zusatzbett auf. Trenta, 30 Jahre Dolce Vita, auch von innen umgesetzt sind. Lasst uns mal reinspringen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile an einem wunderschönen sonnigen Dienstagabend bei uns hier in Stowe. Ich sitze hier für euch in einem mega schicken Pössl Trenta 540R. Den wollen wir euch heute nämlich in dem Video mal richtig detailliert zeigen. Pössl selber spricht beim Trenta 540 von La Dolce Vita. Das ist das große Werbeversprechen. Pössl Trenta, bereit für die nächsten 30 Jahre. Der Trenta klingt nicht nur nach Dolce Vita und Bella Italia, er ist auch ein Statement für 30 Jahre Erfahrung im Bau von intelligenten, kompakten Reisemobilen. Mit seinem offenen Wohnraumkonzept bietet er eine Kopf- und Bewegungsfreiheit wie bei integrierten Reisemobilen. Das einzigartige Licht- und Designkonzept machen den Trenta zu einem ganz besonderen Vertreter seiner Art. Genauso wie seine Besitzer. Wir wollen in dem heutigen Video auf jeden Fall rausfinden, ob das auf das Auto zutrifft und ob das auf euch zutrifft. Aber bevor das losgeht, denkt dran, Kanal abonnieren und dann unbedingt uns hier bei YouTube und auch bei Instagram folgen. Und auf jeden Fall auch die Glocke aktivieren. Wie geht das? Einfach einmal drauf. Und jetzt ein paar Eindrücke vom Pössl Trenta 540R und dann schauen wir uns das in allen Details ganz genau an. Herzlich willkommen. Das, was ihr eben gesehen habt, ist der erste Eindruck für ein Pössl Trenta 540R. Was wir in dem heutigen Video machen wollen, ist einmal gucken, stimmen die Daten, die in den Prospekten sind, sind die so, wie sie angegeben sind? Gefällt euch der Wagen? Was macht den Trenta 540R besonders? Und warum braucht man in dem Pössl Produktportfolio noch einen zusätzlichen 540er, wo wir schon drei verschiedene Summits haben und zwei Roadcamp? Ich denke, ist da noch eine Lücke für den 540R? In ungefähr 25 bis 35 Minuten werden wir das gemeinsam wissen. Dann sind wir nämlich einmal durchs Auto durch und haben uns angeschaut, was er besser macht als seine Kollegen. Das, was ihr hier seht, ist auf jeden Fall ein Fahrzeug, ganz klassisch in Schwarz-Metallic, also was eine schicke Außenfarbe ist, die auch immer und immer wieder gern genommen wird. Wir haben das ganz normale Light-Chassis, aufgelastet auf 3,5 Tonnen, also insgesamt glaube ich einfach ein Fahrzeug, was relativ gut gefällt. Also um euch einmal abzuholen, was ist der Trenta 540 von der Grundlage? Basisfahrzeug ist bei Pössl wie bei allen anderen Fahrzeugen entweder ein Fiat Ducato, wahlweise mit 120, 140 oder 180 PS oder ein Citroën Jumper mit 120, 140 oder 165 PS. Von den Gewichten habt ihr im Grundsatz 3,3 Tonnen serienmäßig als Light-Chassis. Dann könnt ihr ihn als 3,5 Tonnen aufgelastet bestellen. Wenn man Citroën, so wie hier, als Basisfahrzeug nimmt, hättet ihr sogar die Option, Maxi-Chassis zu nehmen, was bei 540ern normalerweise eher nicht der Fall ist. Und von den Außenabmessungen ganz klar, er nennt sich schon Trenta 540. Was bedeutet das? Wir haben Außenlänge 5,42 Meter, wir haben 2,05 Meter Breite und ungefähr 2,60 Meter Höhe. Das sind so die Fakten, die da sind. Und wir gehen jetzt mal rum, gucken, was sich in den einzelnen Stellen versteckt und wo die Besonderheiten dieses Fahrzeugs sind. Der Trenta 540 ist ein Fahrzeug der D-Line. D-Line heißt in der Pössl-Sprache so viel wie bei Detlefs gefertigt, also aus Isny im Allgäu. Ein Fahrzeug komplett aus deutscher Produktion, wenn man den italienischen Fiat zumindest mal außen vor lässt. Oder ja den semi-italienisch-französischen Citroën, der kommt ja auch aus dem Fiat-Werk, mal außen vor lässt. Aber der Ausbau selber wird komplett in Deutschland gefertigt. Was wir bei den D-Line-Fahrzeugen immer wieder vergessen zu sagen, ist, dass solche Dinge wie zum Beispiel eine Zuziehhilfe serienmäßig sind. Das ist für uns so Alltag, aber das ist eigentlich im Kastenwagen
Bereich immer noch eine absolute Besonderheit, weil es kaum ein Hersteller im Programm hat, erst recht nicht im Serienumfang. Bei Pössl auch nicht immer Serie, aber bei den D-Line-Autos bei nahezu allen Fahrzeugen mit dabei. Wenn ihr es im präzise wissen wollt, fragt uns lieber. Zuziehhilfe heißt, ihr könnt im Prinzip die Tür nehmen, einfach leise randrücken. Und dann schließt er sie komplett von alleine, da ist sie eben eingerastet und entspannt danach wieder ein bisschen. Wer das Ganze noch eine Stufe weiterbringen will, der kann sich auch eine komplett vollelektrische Schiebetür bestellen. Dann habt ihr wirklich eine Tür, die automatisch auf- und zufährt. Ob man das braucht, weiß ich nicht, aber schreibt das mal in die Kommentare, ob das was ist, was bei eurem Kastenwagen euch jetzt momentan fehlt. Ansonsten haben wir wirklich einen Kastenwagen normaler, mittlerer Radstand. Der ganz kurze verschwindet ja leider wieder. Und auch von der Grundrissidee, das wie wir das kennen. Hier hinten haben wir einen Frischwasser-Einfischstutzen. Das ist bei Pössl ja typisch, dass wir das hinten mit drin haben. Und der hat halt hinten auch ein richtig schönes Heckbett. Und da sollten wir mal schauen, was sich im Stauraum versteckt. Diesen Trenter haben wir mit Rahmenfenstern bestellt. Die sind nicht Serie. Wer die haben will, muss mit aufs Knöpfchen drücken. Kostet etwas über 500 Euro extra, sage ich euch nachher drin, wenn wir in der Sitzgruppe sind und uns die Preise ein bisschen anschauen. Das werden wir nämlich in Zukunft nicht mehr so häufig vergessen. Wer ein bisschen mehr Raum haben will, kann die Tür komplett umschlagen. Dann kann man ganz gut reingucken. Und wir machen das mal auf beiden Seiten, dass ihr reingucken könnt. Und ich räume uns mal den Stauraum frei. Das ist nämlich auch was, was wir uns heute vorgenommen haben. Sind immer mal wieder aufgefordert worden, das Zusatzbett in den Sitzgruppen bei Pössl noch mal aufzubauen. Und das werde ich, wir sind uns für nichts zu schade. Heute baue ich sogar mit euch das Zusatzbett auf. Wer das jetzt gleich sehen will, ich stelle das mal erstmal zur Seite. Aber wer das jetzt gleich sehen will, das hat, glaube ich, ist noch nicht bei jedem angekommen. Wir haben unten in der Timeline, also in dem roten Strich vom Video, haben wir Sprungmarken mit drin. Ihr könnt euch also quasi bei jedem Fahrzeug, wenn ihr Punkte habt, wo ihr sagt, das interessiert mich jetzt nicht so sehr, könnt ihr einfach zum nächsten Punkt springen. Richtig cool für uns und den YouTube-Algorithmus wäre es, wenn ihr das Video durchlaufen lasst, immer sofort Daumen nach oben und auch immer reinschreibt, hey, super, Togo-Videos finde ich gut. Aber wer sagt, ich möchte das jetzt nicht so genau wissen, kann einfach jetzt direkt ein weiterspringen. Für alle anderen gucken wir jetzt mal als erstes in den Stauraum und zäumen das Pferd mal von hinten auf und gucken uns mal Stauraum und Heckbett an. Weil das was ist, was, denke ich, bei diesem Wagen sehr gut ist. Ich habe mir hier schon mal sowohl Bandmaß als auch Lasermesser bereitgelegt. Wir kriegen da immer mal wieder Feedback zu. Ich möchte mich bei vereinzelten Personen entschuldigen, dass das Maßband wieder mit dabei ist. An einigen Stellen, ich kann einfach nicht ohne. Und ich glaube, dass es tatsächlich vielen Leuten auch hilfreich ist, wenn man die Maße, also wenn man es nicht nur filmt, sondern wirklich auch die Maße nimmt. Komfortabler ist natürlich auch für mich mit dem Lasermesser. Wir haben hier im Oberkörperbereich 1,33 Bettmaße und hier hinten am Fußende dürfte das irgendwo im 1,15er Bereich sein, 1,18. Das heißt, es ist schon ein ganz normales Bett, wie wir es in einem 45er haben. Das ist nicht riesengroß. Man sollte so ein bisschen im V liegen, damit das gut passt. Ich denke aber, wenn man in einem 45er eine großzügige, schöne Sitzgruppe haben will, eine vernünftige Nasszelle, eine große Küche, dann muss man ja irgendwo Abstriche machen und das geht meist zu Lasten des Fußendes vom Bett. So ein Heckbett grundsätzlich bringt natürlich immer mit sich, dass man einen richtig großen, schönen Stauraum mit dabei hat. Wir haben hier, um die Maße kurz zu nehmen, 73,5 am Eingang und unterm Lattenrost knapp 78 cm und hier an der breiteren Stelle 92 cm und ich nehme jetzt mal hier auch den tiefsten Punkt der Garage. Kann man da schon von Garage sprechen? Ja, ich denke, bei 1,27 kann man das fast schon. Also einen ganz normalen Stauraum und auch ganz Pössl-typisch auf der rechten Seite den Frischwassertank mit drin und hier auf der linken Seite den Stauraum. Und da sind sie auch, die Radkappen, die ich vorhin die ganze Zeit gesucht habe, damit ich das Auto fürs Video schöner machen kann. Die sollten wir jetzt mal schnell aufs Auto drauf machen, damit es zumindest für den Rest des Videos so scheint, wie ihr es haben wollt. Radkappen sind dran. Jetzt sieht der Wagen von außen auch so aus, wie er aussehen soll. Wir haben hier hinten einen ganz normalen Gaskasten. Da passen 2x11 Kilo rein und wenn ihr einmal hier kurz einen Blick mit reinwerft, wir haben hier jetzt eine sogenannte Truma Mono Control dran. Das heißt, ihr habt einen Crash-Sensor dort auf der anderen Seite und am Hochdruckschlauch unten in der Ecke der schwarze Knopf, eine Schlauchbruchsicherung. Das Ganze bauen wir für euch ein oder bestellen wir für euch mit.
wenn ihr mit geöffneten Flaschen fahren wollt. Ihr müsst ja in den meisten Ländern inzwischen die Flaschen schließen. Wenn ihr so eine Absicherung mit drin habt, muss das nicht mehr sein. Auf Fähren natürlich trotzdem noch, aber während der Fahrt wenigstens nicht mehr. Also es ist ein echtes Sicherheitsplus und was ich euch auf jeden Fall mit ans Herz legen würde. Kostet ein paar Euro, macht das Fahren aber komfortabler. Es gibt dort Mono-Control und Duo-Control. Sagt ja schon der Name. Mono eine Flasche dran, Duo zwei Flaschen dran. Das heißt, bei der Duo-Control springt er automatisch von der ersten auf die zweite Flasche um. Warum haben wir das hier nicht gemacht? Weil wir eine Dieselheizung haben. Und wenn wir jetzt einfach mal rumgehen, wir machen hier zu, kommt mal mit rum, haben wir hier, und das ist eine der Besonderheiten, die den Trenta 45 von seinen Geschwistern abhebt, eine Dieselheizung mit dabei. Habe ich einen Kompressorkühlschrank und eine Dieselheizung, eine adäquate Batterie und eine Solaranlage, habe ich fast keinen Gasverbrauch mehr. Da muss ich nicht mehr Geld ausgeben, damit von Flasche 1 auf Flasche 2 umspringt, weil ihr eh nur alle paar Jahre die Flasche umstellt und das kann man dann wahrscheinlich auch selber. Wenn man hier zum Beispiel eine Gasheizung bestellen würde, wäre es, denke ich, angebracht, eine Duo-Control mit zu bestellen, weil die Heizung dann über Gas läuft und ihr natürlich nachts mit Gas am meisten verbraucht, wenn ihr heizt und in der Regel die Flasche dann nachts leer ist. Und bei Schneegriese in Unterhose und T-Shirt raus, um Flaschen zu wechseln, könnte ein gewisser Stimmungskiller für einen Urlaub sein. Erträgt man auch, aber ist nicht richtig cool. Also, halten wir schon mal den ersten Punkt fest, an dem sich der Trenta von seinen Summit-Geschwistern deutlich abhebt. Wir haben die Möglichkeit, eine Dieselheizung zu bestellen, also wahlweise Gas oder Diesel. Und beim Summit habt ihr nur eine Gasheizung. Es wird ja immer wieder gefordert, Dieselheizung, Dieselheizung, Dieselheizung. Tadadada, hier habt ihr eine Dieselheizung. Ist er nicht schick mit Radkappen? So passt das auch mit dem Dekor, den silbernen Radkappen, vorne dem chromsilbernen Kühlergrill. So ist eine schicke Lösung. Vorher mit den Stahlfelgen war es ja ein bisschen nackelig. Kleinigkeit, die ich euch auf dem Weg noch kurz zeigen wollte. Pöser macht das ganz geschickt, hat hier so einen Magnetknopf drin. Zack, hält er oben, fällt er nicht auf den Kopf. Was finde ich auch eine Besonderheit ist, dass die Toilette hier so ein bisschen um die Ecke geschoben ist. Das heißt, wenn der Tank nachher richtig voll ist, ist die Entsorgung ein bisschen unkomfortabler. Hat aber den absolut netten Nebeneffekt, dass ihr hier einen riesengroßen Stauraum habt und gerade sowas wie Adapterkabel, Toilettenflüssigkeit, die Sachen, die man irgendwie mal immer schnell braucht, die aber immer irgendwo rumfliegen, haben hier natürlich einen perfekten Platz. Ja, ansonsten schwarzes, schickes Auto. Hier immer wieder einer mit schwarz lackierten Stoßfängern. Wenn ihr euch das letzte Video vom Summit 540 Shine anschaut, seht ihr ein schwarzes Auto mit Kunststoffstoßfängern. Das verlinken wir euch hier oben in der Ecke. Dann habt ihr den direkten Vergleich. Der hier hat jetzt LED-Tagfahrlicht mit drin. Ich finde, das steht so im Auto immer gut. Und der Citroën in schwarz mit Chrom und schwarzen Stoßfängern ist sowieso eine elegante Erscheinung. Wir schauen jetzt mal, ob er von innen genauso elegant ist und ob diese Trenta, 30 Jahre deutsche Vita, auch von innen umgesetzt sind. Lasst uns mal reinspringen. Herzlich willkommen. Vorhin habe ich euch vorgelesen aus dem Prospekt. Ich habe mir das nochmal geschnappt. La Deutsche Vita. Hier stand drin. Mit seinem offenen Wohnraumkonzept bietet er eine Kopf- und Bewegungsfreiheit wie bei integrierten Reisemobilen. Ganz ehrlich, schaut euch das an. Wir sind in einem 5,40 Meter Reisemobil. Ich bin echt groß. Ich bin echt nicht zierlich. Und ich sitze hier drin und ich fühle mich einfach wohl. Dieser große Durchstieg ist was, was mir mega gut gefällt. Haben wir ja neulich gerade im Trenta 640 Video gezeigt. Das verlinken wir euch hier nochmal oben in der Ecke, wo wir sehr ausführlich über diesen Durchstieg uns das alles angeschaut haben. Ich finde wirklich, dass das Weglassen des Faches über ein Fahrerhaus natürlich Stauraum kostet, aber ein unglaubliches Mehr an Raum mir bringt. Und es ist dann tatsächlich so, wenn ich nach hinten gucke, ich habe das alles großzügig, ich habe das alles richtig schön. Und dann steht hier als zweites drin, das einzigartige Licht sowie exklusive Designkonzept macht den Trenta zu einem ganz besonderen Vertreter seiner Art. Auch das haben wir neulich uns ganz genau angeschaut. Jetzt im Hellen fällt das nicht so auf, aber diese indirekte Beleuchtung oben an den Schränken, die umlaufend ist, das offene Konzept nach hinten macht das ganze Fahrzeug mega großzügig, dass man richtig schön nach hinten gucken kann. Und da in der Mitte kein Schrank ist, habe ich einfach die volle Achse von ganz vorne bis ganz hinten und habe einfach ein großzügiges Raumgefühl. Ja, und dann steht hier noch, wie seine Besitzer. Das ist die Frage, die müsst ihr für euch selber beantworten. Seid ihr auch, klingt ihr italienisch? Habt ihr auch ein exklusives Lichtkonzept und einen tollen Möbelbau, exklusives Designkonzept und seid ihr ganz besondere Vertreter? Viele unserer Kunden sind das. Die meisten auf die positive Art und Weise.
Ne? Also, ich freue mich auf jeden Fall auf euch und wir nehmen jeden so, wie er kommt. Und ich hoffe, dass ihr uns auch mögt, so wie wir sind. Was haben wir hier? Wir haben Pössl Trenta 540. Wir machen mal ganz kurz hier Faktencheck. Daten hatten wir ja draußen schon. Preise. Der Wagen, so wie er hier steht, stand heute kurz vor Mai 2022, Ende April. So wie der Wagen hier steht, mit Fracht, allem Pipapo, kostet er 59.000 Euro. Das ist erstmal ein Haufen Geld, da sind aber auch eine ganze Menge drin, Sachen drin. Wir haben einmal Schwarzmetallic von draußen, wir haben den großen Citroën 165 PS mit dem 3,5-Tonnen-Chassis. Wir haben das All-In-Paket Mega, was Pössl in der Liste mit drin hat. Das frühstückt so den Citroën mehr oder weniger komplett ab. Klimaanlage, verstärkte Lichtmaschine, LED-Tagfahrlicht, alle möglichen USB-Adapter, Lenkrad mit Bedienelementen. Automat, Licht- und Regensensor, Nebelscheinwerfer, Lederlenkrad, Tempomat. All diese Dinge habt ihr damit drin. Das alleine sind 3.149 Euro. Klimaautomatik hat der Wagen. Wir haben das Auto auf 16 Zoll Stahlfelgen gestellt, damit er groß und schön dasteht. Die lackierten Stoßfänger, ein Unterfahrschutz vorne, die Bettverbreiterung, die wir uns ja gleich nochmal gemeinsam mit anschauen. Dann haben wir ein Elektropaket. Hier sind zwei Zusatzsteckdosen, also Doppel-USB und 230 Volt. Und hinten im Bettbereich nochmal. Rahmenfenster, hatte ich vorhin ja den Preis nur grob geschätzt, 576 Euro. Toilettenraumfenster zusätzlich, Monocontrol. Und dann auch ein durchaus großer Kostenfaktor. Das Truma bedient halt CP Plus und die Dieselheizung. Die Dieselheizung alleine 1154 Euro. Das alles aufsummiert mit Fracht und allem, was ihr so braucht, kommt halt eine Summe 59.000 Euro raus. Wohnmobil ist halt leider kein ganz günstiges Hobby. Insgesamt aber glaube ich, wenn man sich das anguckt, wenn man das sich alles anfühlt, erscheint dieses Fahrzeug sehr wertig und gefällt richtig gut. Ob der Grundriss euch auch gefällt und was den Wagen vor allem in Sachen Nasszelle und solchen Dingen abhebt, das werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Und dafür wechseln wir jetzt mal die Perspektive und gucken, wie der Trenta 540 da hinten aussieht. Also folgt mir, dreht euch mit mir im Wohnmobil im Kreis und dann geht's hinten weiter. Jetzt stehen wir da, wo es wirklich der Punkt ist, an dem sich alles unterscheidet. Quasi des Pudels Kern, da wo der Frosch die Locken hat. Der Kern der Unterscheidung zwischen Summit, Roadcamp und dem Trenta 540. Der Bereich Nasszelle, Küche, das Zentrum des Autos. Hier entscheidet sich nämlich ganz schnell, wo ihr zu Hause seid. Trenta 540R, das R steht bei Pössl in der Namensgebung für Raumbad. Das heißt, wir haben hier eine Nasszelle mit zwei Lamellentüren. Das ist einerseits mega und andererseits vielleicht auch nicht. Das muss jeder für euch selber entscheiden. Der Punkt ist nämlich einfach, dass ihr dadurch, dass die Nasszelle dieses Raumbad ist, sie sich in dem Augenblick, wo ich sie nicht benutze, mega klein zusammenfaltet. Ich habe mich hier schon ganz bewusst etwas zurückgelehnt, damit das vielleicht relaxter rüberkommt, aber auch damit niemandem auf den ersten Blick auffällt, was die Duschwanne auf dem Boden an Stehhöhe kostet. In dem Augenblick, wo ich nämlich meine 1,92 Meter aufrecht hinstelle, sieht die Welt schon ganz anders aus. Ist klar, dass ich so nicht dusche. Und auch ganz ehrlich, wenn ich koche, auch kein Problem, dann stehe ich sowieso ein bisschen nach vorne gebeugt. Ich stoße da nicht gegen. Aber aufrecht stehen hier ist schwierig. Aber ist für mich in fast jedem Auto schwierig. Der große Vorteil ist eben, dass durch den wenigen Platzbedarf der Nasszelle ich einerseits eine super große Sitzgruppe vorne habe und hinten ein schönes Bett und ein mega Raumgefühl. Und der zweite große Vorteil ist, dass ich, obwohl das, bevor ich das hier abdrifte, Stehhöhe hier ist 1,83 Meter, also für die meisten reicht das. Und ich messe mal da in das Loch unten. Die Stehhöhe für die Dusche, wenn man das Brett rausnimmt, ist 1,86,5 Meter. Also für die meisten Leute, die Kastenwagen mit 45 kaufen, reicht das auf jeden Fall. Und das Tolle ist einfach, wenn man hier eine Duschwand hat, dann habt ihr durch die beiden Lamellentüren, die da sind, einfach wirklich eine echte Dusche. Ich kann das hier, ich ziehe das einmal ganz kurz zu. Ich habe hier jetzt wirklich eine Dusche, die zu drei Seiten, also hier komplett umlaufend, eine richtige Duschwand hat. Und wenn ich duschen will, habe ich hier hinten nochmal so eine Art Faltplissé. Und damit kann ich in einem 5,40 Meter Fahrzeug wirklich verhältnismäßig gut duschen. Zweiter netter Nebeneffekt ist, dadurch, dass die Nasszelle nicht hier aufhört, kann ich, wenn ich mich mal auf Toilette setze, ich tue das mal für euch, Probe sitzen, habe ich eine Beinfreiheit sondergleichen. Hier, da ist die Außenwand.
Da kannst du wirklich, kannst fast mit ausgestreckten Beinen sitzen. Beine auf dem Küchenblock sitzen, wenn man auf dem Töpfchen ist. Also insgesamt einfach wirklich eine komfortable Variante. Es rappelt nichts, es wackelt nichts, ich kann nicht vom Klo fallen, also hier ist Platz nach links und rechts. So, jetzt fehlt natürlich bei dem kleinen Bad, fehlt jetzt das Waschbecken hier drin. Wie hat Pössl das gelöst? Hat man sich natürlich auch Gedanken drüber gemacht. Hat man gesagt, machen wir doch das Beste aus beiden Welten. Wir nutzen den Raum für die Toilette. Und ansonsten haben wir hier ein richtig schönes Klappwaschbecken mit dabei. Das Wasser läuft hier wunderbar nach hinten ab. Das ist groß, das kann man gut benutzen. Hat hier den ganz normalen die Duscharmatur, die man rüberzieht und kann es dann einfach, wenn man es nicht benutzt, wegklappen. Dadurch, dass der Wasserhahn so geschickt hier in der Ecke angebracht ist, kann man das natürlich auch als Außendusche nehmen und den durch das Fenster nach draußen nehmen. Ich denke, wenn man ein Raumbad hat, nein, ich denke nicht, sondern es ist Fakt, wenn ihr das Raumbad habt, ist das Nasszellenfenster eine Zwangsoption. A, weil es wirklich wichtig ist, dass ihr es braucht, und B, weil Pössl euch das ohne gar nicht liefert. Und so habt ihr dann gleich eine Außendusche mit dabei. Braucht man aber vor allem, weil einfach durch das Raumbad und die Mimik der Schienen hier oben einfach keine Dachhaube möglich ist. Ja, was ist jetzt die Lösung? Schwenkbad wie im Pössl Summit 45, egal ob Shine, Normal oder Prime. Raumbad wie im Trenta oder feste Nasszelle wie im normalen Roadcamp. Das sind die drei Varianten, die ihr allein schon bei Pössl habt. Schaut euch die Videos, verlinkt da oben in der Ecke bzw. hier unten in der Videobeschreibung einfach mal an und dann schreibt uns mal in die Kommentare, welche Nasszelle ihr wählen würdet. Das fände ich mal ganz spannend. Ich schwanke, ich finde das Schwenkbad mega, das ist aber für mich mit meinen Maßen fast zu eng. Ich würde die Sitzgruppe nicht so eng haben wollen wie beim normalen Roadcamp. Ich muss ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich wäre bei einem 45er, wenn ich sagen würde, 45 ist meine Lösung, wäre es wahrscheinlich das Raumbad. Und das findet ihr im Roadcamp R oder eben in dem Trenta 45R. So, die Maße des Bettes haben wir uns ja von hinten schon mal angeschaut. Der Einstieg ist bei Pössl hier immer mit diesem kleinen Tritt geregelt, dass man da nochmal eine Stufe zusätzlich drauf nehmen kann. Die meisten Leute setzen sich einfach hier so rückwärts aufs Bett, das passt wunderbar. Das, was ihr hier seht, noch original verpackt, ist die normale Serienmatratze. Das ist eine ganz normale Schaumstoffmatratze. Wer will, kann bei den D-Line-Autos auch diese sogenannte 7-Zonen-Kaltschaummatratze bestellen. Dann hat man ja halt eine 7-Zonen-Kaltschaummatratze. Das Ganze ist serienmäßig immer auf dem Lattenrost und das Lattenrost und die Matratze ist, wenn es die Serienmatratze ist, dreigeteilt. Das heißt, ihr könnt das Ganze nehmen, hier an der Seite stapeln, die Bretter rausnehmen und habt hier auch eine große Durchlademöglichkeit, weil die 45er dann doch öfter mal einen PKW ersetzen und man durch diesen Ersatz des PKWs einfach auch öfter mal was einlädt und transportiert. Davor haben wir einen ganz normalen Küchenblock. Zweiflammkocher, den habt ihr ja vorhin schon gesehen. Hier vorne die drei Schubladen. Immer noch das mega coole Lichtkonzept von dem Trenta, der einfach überall die indirekte Beleuchtung hat. Und dann haben wir eben hier vorne die schöne Arbeitsplatte, die so ein bisschen vorgegeben ist. Dadurch, dass wir den Kühlschrank hier vorne haben, muss es zwangsläufig hier vorne die große Arbeitsplatte sein. Und das, wie wir das in den letzten Videos immer mal wieder gezeigt haben, einfach wirklich eine mega Idee hier vorne mit dem Kühlschrank. Großer Kühlschrank, separates Gefrierfach, das könnte man theoretisch sogar rausnehmen, dann habt ihr mehr Kühlfläche. Wer weiß, dass man vielleicht gerne mal einen Eiswürfel für einen Gin Tonic oder irgendwie einen Cocktail oder einfach nur mal ein Eis am Stiel für sich selber oder die Kinder dabei haben will, lässt das sicherlich drin. Und der Kühlschrank doppelt angeschlagen, dass man eben auch von innen gut an den Kühlschrank rankommt. Insgesamt glaube ich einfach, dass wir schon mal einen ganz guten Eindruck von dem Trenta 45 haben. Und ich finde, wenn man so da durchläuft, ist das wirklich ein Auto, wo ich alles finde, was ich bei 5,40 Meter mir so vorstellen kann, eigentlich sogar einen ganzen Tick mehr. Was ich mir gar nicht so gut vorstellen kann, ist, dass man hier vorne auch noch schlafen kann. Und was ich euch vorhin schon versprochen habe, wir werden jetzt uns hier gemeinsam mal durchkämpfen und schauen, wie man in so einem Trenta 45R vorne das Bett baut. Das gilt ja im Prinzip analog zu den meisten anderen Pössl D-Line Modellen. Ich bin gespannt, ob das schnell geht oder ob man sagt, das mache ich jetzt einmal fürs Video und danach nie wieder. Also, let's go. Wir bauen mal das Bett auf und gucken, wie gut man hier vorne in der Sitzgruppe liegen kann. Ja, Bettenbau in der Sitzgruppe eines 45er Reisemobils.
keine Generalprobe. Ich hoffe, das funktioniert. Es soll ja auch für euch so sein, wie es dann im Alltag ist. In der Theorie bin ich stark, das weiß ich. In der Praxis müssen wir jetzt mal gemeinsam gucken. Also zum Bettenbau muss der Tisch erstmal rausgenommen und auf die untere Ebene gehängt werden. Es wird doppelt hinten entriegelt, dann kann man den einfach wegnehmen. Dann halbiere ich das Tischbein, lege das einfach mal nach hinten. Wäre es clever gewesen, hätte ich den Tisch hier vorher schon mal rausgedreht. Aber das geht zum Glück auch so noch. Und wenn der rausgeschwenkt ist, dann nehmt ihr den Tisch und hängt ihn hier in der Schiene wieder ein. Einmal gucken, dass er richtig hängt. So steht er schon mal gut. Jetzt haben wir hier vorne die Auflage, wo das Holz drauf passt. Dafür haben wir, das habe ich noch gar nicht im Auto, steht zum Glück noch vorm Fahrzeug. Vielen Dank. Haben wir dieses Brett. Da muss man jetzt so ein bisschen schauen, wie das aufgebaut ist. Ich drehe das mal um, dass ihr das sehen könnt. Wir haben hier einmal den Teil, der auf dem Tisch aufliegt, und das ist die Stütze, die nach vorne ist. Bei einem 45er ist der Tisch ja relativ schmal und dadurch würde das, wenn das hier nicht zusätzlich unterstützt ist, wegkippen. Deswegen haben wir beim 45er hier die zusätzliche Aufnahme. Da liegt immer in jedem Pössl irgendwo so ein zusätzliches Tischbein mit drin. Das wird hier einfach reingesteckt als zusätzliche Stütze. Und dann, wir versuchen hier mal nichts kaputt zu machen, nehmen wir das Ganze. Ihr merkt schon, es ist nicht ganz ohne vom Raumbedarf. Aber ich denke, das sind Abläufe, wenn man 3-4 Mal das Bett gebaut hat. Dann legt man das hier drauf, guckt, dass das alles sauber steht. Hier unten auch. Und dann haben wir hier schon mal Tisch und das Holzbrett drauf. Und der Rest dürfte jetzt relativ einfach sein. Wir nehmen die Zusatzmatratze, falten die auseinander, packen die hier hin. Und haben ein richtig schön großes Bett. So, kann man sich da vorstellen, drauf zu schlafen? Ich denke auf jeden Fall. Wir sollten das aber auf jeden Fall mit den Maßen, wenn wir das schon mal gemacht haben, mit verifizieren. Da ist mein Messgerät. Wir haben von der Matratzenkante hier bis da drüben, ja, 1,80, 1,79,5, da ist sicherlich zur Schiebetür noch ein bisschen mehr Platz. Insgesamt ein großes Bett. Das ist vor allem, also es gibt ja verschiedene Lösungen. Ihr könnt vorne im Fahrerhaus schlafen. Das ist ein echtes Kinderbett. Hier ist es jetzt ein größeres Bett. Der große Vorteil dieser Lösung ist, dass auch so ein ausgewachsener Mensch wie ich sich da drauf legen kann. Und alleine, weil ich so ein bisschen hier diagonal liegen kann, wirklich mir sehr gut vorstellen kann, hier drauf mal Urlaub zu machen. Der Nachteil dieser Lösung ist so ein bisschen, dass natürlich der Ein- und Ausgang aus dem Fahrzeug jetzt versperrt ist. Aber da muss man sich entscheiden. Ich glaube ja sowieso, dass ihr nicht ein 45er Fahrzeug kauft, um da drin dauerhaft mit 3 Personen Urlaub zu machen. Dann müsst ihr einen anderen Weg gehen. Dann müsst ihr beim 45er eher auf sowas wie ein Aufstelldach oder ein Pössl Vario 545 oder sowas in der Richtung gehen. Insgesamt glaube ich aber für Großeltern, die mal ein Enkelkind mitnehmen, für Großeltern, die das Auto an die Kinder mit einem eigenen Kind verleihen, ist das eine mega Lösung, die man richtig gut machen kann. Und das ist vor allem ein Bett. Das ist ja dann meist der Vater, Großvater, der aus dem Heckbett eliminiert wird. Da kann man sich vorstellen, auch als erwachsener Mensch mal zu schlafen. Oder wenn ihr irgendwie zum Event mal mit einem Freund oder einer Freundin fahren wollt, die aber vielleicht nicht auf 1,30 Bett mit euch liegen soll, dann kann man das auch machen. Ja, ich denke, wir haben einen ganz guten Eindruck vom Pössl Trenta 540R erhalten. Erfüllt er alles, was man sich wünscht? Ist er wirklich notwendig in dem Pössl-Kosmos? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon, dass er wirklich viele Dinge zusätzlich kann. Und diese Konstellation, großzügige Sitzgruppe, Raumbad, schicker Möbelbau, der große Ausschnitt hier, die modernen Lampen, das ist schon alles eine richtig schöne Lösung. Und für mich ist der Trenta 540 auf jeden Fall ein Auto, was ich haben will, was ich dabei haben will. Und ich würde eher ein anderes Modell aus den anderen Baureihen vielleicht rausschmeißen. Mal gucken, ob Pössl vielleicht zur kommenden Saison mit den 540ern ein bisschen aufräumt und sagt, der Trenta 540 als Neuling ist auf jeden Fall dabei und vielleicht verschwindet einer der Klassiker, weil ich glaube nicht, dass eine Marke 6 verschiedene 540er Grundrisse braucht. Ich bin gespannt. Wenn euch 540er insgesamt interessieren, schaut euch auf jeden Fall bei Westfalia den Columbus und den Amundsen noch mit an.
und bei Lastrada den Avanti M. Das wären die 540er, die wir euch in unserem Programm anbieten können. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck erhalten. Ich habe ein bisschen was gelernt. Ich denke, beim nächsten Mal kann ich das Bett noch schneller bauen. Und ihr habt jetzt endlich auch mal gesehen, wie das dritte Bett vorne in der Sitzgruppe gebaut wird. Folgt uns auf unserem Kanal. Jeden Samstag 16 Uhr immer mal ein neues Video. Also sehen wir uns nächste Woche am Samstag wieder. Mal gucken, was wir dann für euch mitbringen. Alles Gute, schöne Grüße aus Stowe und bis bald.